So, es regnet hier in Anno 1800 in meiner kleinen Siedlung. Aber das stört uns nicht, das Wetter wird auf jeden Fall besser werden. Ich habe mir das einfach gedacht, ich lasse jetzt hier mal den Postkartenmodus an und schaue dem Treiben ein bisschen zu. Ich kann ja hier nochmal ein bisschen näher rangehen, dass wir vielleicht auch ein bisschen was noch sehen. Warum kann ich noch ein bisschen hier irgendwie... Ja, ich bleib mal so, ne? Ja, da habe ich kein Hafen im Bild. Ich will eigentlich schon ein Hafen im Bild haben, weil das ja eigentlich schon so an oder zugehört. Ist die Uhr da echt? Oha, das sehe ich ja jetzt erst, die Uhr da auf dem Kontor. Die zeigt die echte Uhrzeit eigentlich tatsächlich gerade 7:30. Okay. Das ist ja geil. Wow, noch ein Punkt mehr auf meiner Liste, die das Positive hervorhebt. Denn ich habe mir tatsächlich für diese Folge vorgenommen, einmal mein Fazit zu Anno 1800 zu ziehen. Und ich würde es auch speziell an den Entwickler auch senden. Vielleicht seht es ja einer von den Entwicklern, würde mich sehr freuen, wenn mein Feedback vielleicht dann auch einfließt in die weitere Entwicklung bis zum fertigen Bild. Bleibt mir glatt die Spucke weg zum Release dieses wunderbaren Anno 1800. Ja, und ich habe mir tatsächlich eine kleine Tabelle gemacht, so im Nachhinein an jede Aufnahme, die ich hier in der Beta machen durfte, und habe mir eine positive und eine negative Seite erstellt. Und ich würde ganz einfach mit der positiven Seite mal beginnen und dann nachher so ein paar kleine Kritikpunkte noch anbringen, kleine Verbesserungsvorschläge anbringen. Das ist ja auch der Sinn von der Beta, dass der Entwickler hier eben die Möglichkeit hat, gewisse Daten zu sammeln und dann im letzten Schliff hier noch das Spiel ein Stück besser zu machen, als es ohnehin schon ist. Und da fehlt nicht viel. Also meiner Meinung nach fehlt da definitiv nicht viel. Ja, was habe ich denn? Ich gehe jetzt einfach mal stur meine Liste hier durch. Vielleicht fällt mir ja, wenn ich hier rede, noch das ein oder andere ein. Was habe ich denn auf der Positivseite so alles stehen? Zum einen das typische Anno-Feeling. Das Feeling, das ich schon seit 1602 immer wieder habe, wenn ich ein Anno-Titel spiele, das ist hier sehr, sehr stark ausgebaut. Es wirkt sehr, sehr gut. Denn ich glaube, ich habe das am Anfang auch schon mal gesagt in so einem... In einer der ersten Folgen, weiß ich nicht genau, dass für mich Anno immer in der Vergangenheit angesiedelt war. Das ist meine persönliche Meinung. Also die Zukunftsversion von Anno, das war für mich irgendwie, es war auch ein Anno. Die Grundprinzipien waren ja alle gleich und alle auch gut umgesetzt. Man hat sich auch mit jedem Teil im Detail auch verbessert und hat neue Features eingeführt. Alles wunderbar. Aber so ein Anno ist für mich eigentlich in der Vergangenheit. Und da ist mit 1800 wieder der richtige Schritt gegangen, also meiner Meinung nach, nämlich in die Vergangenheit, in die Zeit der industriellen Revolution. Das ist eine sehr, sehr interessante Zeit, haben wir hier ja auch in der Beta jetzt schon erlebt. Und wir haben ja die eigentliche industrielle Revolution noch gar nicht erlebt. Die würde ja jetzt erst kommen, wenn wir hier die Beta nehmen, mit den ganzen Fabriken und das alles. Da haben wir ja nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen, was das Spiel später sicherlich noch bieten wird. Es wird sicherlich noch mehr Fabriken kommen. Und da wird ziemlich viel industriell sein. Vielleicht kommen auch Autos, das weiß ich gar nicht, ob Autos und sowas kommen. Aber das war ja auch langsam in der Zeit, je nachdem, wann man halt dann da, wie man das da einbaut. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also dieses Anno-Feeling, das ist hier wieder richtig aufgekommen bei mir. Und zwar stärker als in den Zukunftsversionen. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal aufgeführt, dass für mich ein Anno immer in der Vergangenheit angesiedelt war. Also ich hatte wieder so ein 1602-Feeling, wie ich das damals hatte, als ich zum allerersten Mal in Anno gespielt habe. Das habe ich hier wieder und nochmal ein Stück stärker, würde ich sagen. Und das ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wie ich Anno-Feeling eigentlich umschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es umschreiben muss, denn jeder, der in Anno spielt, ich glaube, der weiß, was ich damit meine. Also, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich mit der Aussage sagen möchte. Dann nächster Punkt auf meiner Liste. Die Performance vom Spiel ist super. Also ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Hat mich sogar ein bisschen überrascht. Denn die Grafik vom Spiel ist super. Die Soundkulisse ist super. Die Musik ist super. Also alles Technische ist wirklich toll. Und da überrascht mich auch ein bisschen, also wenn ich jetzt hier das Bild hier angucke, dass die Performance so gut ist.
das wundert mich tatsächlich. Ich habe jetzt hier eine QHD-Auflösung, also 1440p quasi. Und ich nehme gleichzeitig noch auf. Und ich habe keine Frames-Einbrüche und dergleichen oder irgendwas. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass manchmal die Texturen nachladen an den Gebäuden. Aber das kann man sicherlich noch optimieren. Aber ansonsten, performance-technisch, läuft das wie eine 1. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Ich weiß, andere hatten Probleme. Ich habe es auf Twitter so ein bisschen verfolgt, dass manche irgendwie selbst mit guter Hardware Riesenprobleme hatten und hier keine stabile Frameszahl hinbekommen haben. Kann ich nicht bestätigen tatsächlich. Also bei mir läuft das echt toll. Ich glaube, man hat es auch während des Let's Plays gesehen, dass ich eigentlich gar keine Probleme in dieser Hinsicht hatte. Generell muss ich auch sagen, dieses Spiel, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist keine Beta. Das ist ein Spiel, das nach Release, also mit offiziellem Release auf dem Markt ist. Es gibt so wenige Fehler und die Fehler, die führe ich auch gleich nochmal auf, die mir aufgefallen sind. Es läuft so flüssig, es sieht so gut aus, es ist so umfangreich, obwohl hier noch die Hälfte vom Spiel fehlt. Wir haben noch keine Kampagne, bei der dritten Bevölkerungsstufe war Schluss. Da wird noch so viel kommen. Ich weiß gar nicht, was noch alles kommt, aber ich kann mir jetzt so viel vorstellen. Ein paar Sachen habe ich auch schon gelesen. Es wirkt für mich schon sehr, sehr final. Ja, ich meine, gut, der Release war ja auch schon von früher geplant. Die haben ja nochmal ein bisschen den Release nach hinten geschoben, um ein paar Verbesserungen noch vorzunehmen. Was ich generell gut finde, wenn ein Entwickler so eine Entscheidung trifft und sagt, nee, wir möchten tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit uns nehmen, um eben ein Spiel besser zu machen. Noch besser zu machen, als es im aktuellen Stand ist. Und deswegen finde ich das wunderbar und auch eine gute Entscheidung, wenn die Entwickler hier eben merken, wir kommen mit der Zeit nicht hin und wir möchten kein halbfertiges Spiel auf den Markt bringen, wie es viele andere Publisher tun oder Entwickler auch tun. Und das kritisiere ich immer wieder auch und ich finde es nicht in Ordnung, einfach ein unfertiges Spiel auf den Markt zu bringen und dann quasi den Beta-Test nach Release zu machen, indem die Nutzer den Beta-Test zwangsläufig mitmachen müssen. Da finde ich die Variante, die sie hier gewählt haben, deutlich, deutlich besser. Da warte ich doch dann auch lieber ein, zwei Monate länger und habe ein Spiel, wo ich sagen kann, wow, gut gemacht. Und aber hier in Anno ist es irgendwie, da würde ich das jetzt hier jetzt schon sagen, jetzt im Beta-Test würde ich das schon sagen, in der Beta-Version, dass dieses Spiel einfach nur wow. Also von daher, es ist ein guter Entwicklerstand, ein guter Entwicklungsstand und ich sehe sehr, sehr positiv dem finalen Release entgegen. Da kann, glaube ich, gar nicht mehr viel schief gehen. Ja. Es gab ja in diesem Anno-Teil einige neue Features, die auch nach und nach so auf Anno Union und so veröffentlicht wurden und man jetzt hier auch in der Beta hautnah testen konnte. Ich glaube, das letzte, was angekündigt wurde, war die Zeitung. Die habe ich hier auch zum ersten Mal tatsächlich erlebt. Ich muss allerdings zugeben, ich habe es ein bisschen vernachlässigt. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich hätte mir das ein bisschen genauer auch anschauen sollen. Ich habe es häufig weggedrückt am Anfang, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte und so einfach vertieft war in meinen Städteaufbau. Und dann kam da plötzlich eine Zeitung reingeflackt und da wollte ich gar nicht weitermachen. Ärgert mich ein bisschen, denn das Feature, das da dahinter steckt, ist, glaube ich, ganz gut. Aber da habe ich einen kleinen negativen Punkt schon, nämlich dieses Einflusssystem. Das habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Also da wusste ich nicht so wirklich. Also ich meine, ich konnte ja Einfluss sammeln quasi. Wie ich den gesammelt habe, das weiß ich gar nicht. Hätte wahrscheinlich irgendwo lesen können. Also es kann durchaus sein, dass einiges auch ersichtlich ist und ein Menü noch irgendwo gibt, wo ich hätte draufklicken sollen. Das will ich damit gar nicht sagen. Also alles, was ich jetzt negativ anführe, das ist das, was ich während dem Spielen so erlebt habe. Kann natürlich sein, dass das irgendwo erklärt worden wäre. Ich habe ja auch am Anfang das Tutorial weggeklickt. Ja, also nicht so eng sehen, wenn ich jetzt hier irgendwas negativ aufführe. Das will ich einfach noch damit sagen. Also das Einflusssystem habe ich persönlich nicht verstanden, wie ich da Einfluss bekomme. Und da gab es ja auch diesen Fortschrittsbalken bei der Zeitung dann. Den haben wir irgendwie schon zur Hälfte gefüllt gehabt, bis zum ersten Punkt hin. Dass die Zeitung jetzt in höheren Auswirkungen hat. Und soweit ich verstanden habe, haben wir das gesteigert, indem wir eben Propaganda betrieben haben und in der Zeitung die Nachrichten, die eben negativ ausfielen, durch positiv ersetzt haben.
bin mir auch gar nicht so sicher, ob das ist das Propaganda, das ist eher ist das Zensur, ich weiß es gar nicht. Also wir haben die Presse manipuliert. So kann man es, glaube ich, sagen. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Feature. Das finde ich echt gut. Also diese Zeitung da reinzubringen und die Bevölkerung reagiert dann quasi tatsächlich auf das, was gerade so anfällt. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass es immer Punkte waren, die eben auf Expeditionen zum Beispiel schief liefen oder dann hat ein Gut gefehlt oder dann hat das Theater gefehlt und dergleichen. Das kam dann in der Zeitung tatsächlich nochmal auf. Ich fände es auch schön, vielleicht so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, wenn auch mal zufallsgenerierte Ereignisse damit reintreten. Gut, ich meine, so Explosion und Feuer, das ist ja zufallsgeneriert, nehme ich an. Das ist da auch mit reingeflogen, aber vielleicht könnte man da noch mal ein bisschen was drehen. Vielleicht geht da noch was. Fände ich gar nicht so Game schlecht, glaube ich. Macht es vielleicht noch mal ein bisschen spannender und noch mal ein bisschen auch im Endgame vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Obwohl ich jetzt noch gar nichts im Endgame sagen kann. Also ich habe keine Ahnung, was genau jetzt alles da in der 5. Bevölkerungsstufe und aufwärts alles noch implementiert wurde. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass man hier vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen kann aus der Zeitung. Aber im Moment, so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich ganz nett. Ist ja auch eine schöne Abwechslung. Man sieht auch nochmal so, was die Bevölkerung denkt über die Entscheidungen, die wir hier eben auch getroffen haben. Man hat irgendwie auch dadurch eine stärkere Bindung zu den Einwohnern hier auf der Insel. Ja, so. Apropos Einwohner, also dieser Wuselfaktor, den wir hier haben. Ich nutze den ganz bewusst, das Wort. Man kannte das vorher ja nur aus Siedler, das kam ja auch daher. Das hat man jetzt hier in Anno, und zwar, ich glaube, so war es noch nie. Ich glaube, ich war in keinem Anno-Tal so viel gewuselt wie hier. Und auch diese Feste, ja, wir hatten diesen Umzug mal. Wow, und wie detailverliebt. Und da standen die da an der Straße und haben diesen Umzug zugeschaut. Und dann war plötzlich ein Riesenschiff da mit Massentourismus, ja. So, AIDA lässt grüßen und so. Wow. Diese Detailverliebtheit von den Bewohnern. Und man sieht es ja hier auch im Bild schon, ja. Wie die alle da rumlaufen und da fährt eine Kutsche. Da transportiert einer was. Und da verschiedene Hüte auf und verschiedene Stufen in der Gesellschaft auch widerspiegeln. Also sehr, sehr detailverliebt. Ich meine, Anno war schon immer sehr detailliert. Aber ich glaube, hier haben sie sich nochmal ein Stück übertroffen. Das ist wirklich, wirklich toll. Also man kann hier stundenlang zugucken und entdeckt immer dann noch Details, die man vorher nicht gesehen hat. Und das macht einen Anno-Teil auch für mich aus, einen guten Anno-Teil. Denn wie gesagt, das war bisher tatsächlich in allen so, dass da immer auch Wert auf die Details gelegt wurde und man sich immer auch verlieren konnte, einfach nur durchs Beobachten. Aber hier, gerade wenn ich jetzt gerade dieses Bild anschaue, was wir hier haben, dann wirkt es super lebendig. Und man weiß gar nicht genau, wo man überall hinschauen soll. Richtig gut. Also das gefällt mir wirklich gut. Was gefällt mir noch gut? Genau, wenn ich gerade da hinten zum Beispiel an das Weizenfeld da hinschaue, gefällt es mir gut, dass auch dieses Raster wieder aufrechterhalten wurde, auch mit den Feldergrößen und sowas. Aber was ich hier wirklich gut finde, dass es auch eins, also die Einzelraster gibt quasi und nicht so große Felder, sondern dass man hier auch wirklich sehr eng bauen kann und riesengroße Weizenfelder bauen könnte, mit den Feldwegen verbinden könnte. Also man kann hier auch viel natürlicher bauen irgendwie. Man hat viel mehr Möglichkeiten, wenn die Felder oder die Produktionseinheiten von den einzelnen Gebäuden nicht so richtig ausfallen. Also das gefällt mir gut. Und auch wenn wir es hier zusammenbauen, dass das wirkt alles so, ja, organisch, das wirkt so in sich stimmig, ja. Also es wirkt nicht einfach nur wie eine, so ein Gehege oder vom Weizenfeld dahin geklatscht, sondern das schließt sich auch an den Rest an, ja. Also das wirkt alles sehr natürlich. Und das war in den vorherigen Teilen nicht ganz so gut, wie es hier umgesetzt wurde. Also das gefällt mir echt gut. Also wie gesagt, auch gerade diese ganz kleinen Einheiten, da kann man viel schöner bauen mit. Und ich weiß, ich bin auch selber so einer, ein Schönbauer. Schönbauer gibt es in Anno Olmas. also da gehöre ich auch zu tatsächlich. Und ich möchte schön bauen. Ich habe ja immer wieder auch mein Raster da beibehalten.
und habe immer auch versucht, irgendwie da Parks reinzubauen und so. Das ist damit, glaube ich, besser möglich. Hier habe ich das jetzt nicht so gemacht. Ich meine, ich habe zum ersten Mal gespielt. Wenn man das ein bisschen raus hat, auch was die Größe von den Gebäuden angeht und die Anzahl der Produktionseinheiten und all das, das sind ja Erfahrungswerte, die man auch sammeln muss. Also ich habe ja am Anfang noch gar nicht gewusst, wie viel Gehege brauche ich jetzt bei einer Schweinefarm zum Beispiel. Aber das hat man, glaube ich, ziemlich schnell auch raus und weiß das dann auch auswendig und kann dann auch gleich so planen und bauen, wenn man eine Stadt anfängt und muss nicht immer Gebäude verschieben oder abreißen. Aber selbst das geht ja problemlos mittlerweile. Also das fand ich tatsächlich gut. Hier hinten sieht man auch schon den Zoo. Den Zoo finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Ich konnte ihn jetzt hier in der Beta gar nicht so ausgiebig testen, wie ich es eigentlich gerne wollte. Wir haben ja ganz zum Schluss noch auf einer Expedition irgendwelche Schmetterlinge mitgebracht, dass wir zumindest ein Gehege mal hingekriegt haben. Aber allein diese Tatsache, dass man eben Tourismus in Anno einbaut, das ist ja schon ein großer Schritt und das finde ich auch richtig gut und das passt auch in die Zeit rein. Aber dann auch noch zu sagen, ja, wir haben noch Tourismusattraktionen quasi, indem wir einen Zoo haben, wo man exotische Tiere dann sich angucken kann und diesen Attraktivitätsfaktor von der Insel festlegt, wie viel Tourismus dann auch kommt. Das finde ich echt gut. Und ich glaube, dass das mit zunehmender Spieldauer auch immer wichtiger und interessanter wird, auch eine Insel für den Tourismus attraktiv zu halten. Das bedeutet ja eigentlich auch, sich um die Umwelt und dergleichen zu kümmern. Da hinten sehen wir die rauchenden Schornsteine. Das macht natürlich die Wertung der Insel zunichte. Aber wir sind in der industriellen Revolution und da ist es eben wahnsinnig wichtig gewesen, dass eben auch der industrielle Fortschritt verfolgt wird und Luftverschmutzung ist da halt normal gewesen in der Zeit. Da hat man sich noch keine Gedanken gemacht über irgendwelche Filter in den Schornsteinen oder sowas. Nein, da war der Fortschritt wichtig. Das kam ja erst alles viel später mit Luftreinhaltung und all dergleichen. Zu dieser Zeit absolut kein Thema. Aber Tourismus natürlich. Wer möchte denn schon Tourismus machen, wenn er in eine Smog-City reinläuft? Ja? Möchte auch keiner. Also man hat hier irgendwie versucht, und es ist auch gelungen, so dieses Krasse aus den Zukunfts-Anno-Teilen, hier mit den Tycoons und den Eco, das auf diese Art und Weise hier reinzubringen. Also das finde ich gut gelöst tatsächlich. Wie das jetzt später noch sein wird in den höheren Bevölkerungsstufen, das kann ich wiederum nicht sagen. Was dann noch dazukommen wird, wie stark da die Luftverschmutzung ausfallen wird, wie gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir da schon viel vorstellen. Und apropos Tourismus, da kommt gerade wieder ein Boot an, da hat wieder ein Kreuzfahrtschiff angelegt und die Touristen strömen auf die Insel. Ist schön, dass das auch so dargestellt wird, ne? Wow, echt gut. Wunderbar. Ja, hab's gerade schon gesagt, Expeditionen. Wir haben ja auch auch die Schmetterlinge mitgebracht für unseren Zoo. Da haben wir einen schönen Übergang zu den Expeditionen. Die sind ja auch neu dazugekommen in diesem Anno-Teil. Finde ich auch ein wunderbares Feature. Dass man einfach sagen kann, ich pack mein Schiff und segel einfach mal bis zum Horizont. In der Hoffnung, dass ich irgendwann eine neue Welt entdecke. Und die habe ich ja dann irgendwann auch entdeckt. Und der Weg dorthin war gar nicht so einfach, ne? Also ich erinnere mich, da gab es dann Piraten, dann haben irgendwelche Kinder, irgendwas mit Kindern war da noch. Ja, so verschiedene zufallsgenerierte Ereignisse. Ich weiß gar nicht, ob die zufallsgeneriert sind, aber Ereignisse eben, wo wir entscheiden müssen, wie wir handeln. Wir müssen die Moral der Mannschaft im Blick behalten, müssen uns vorbereiten auf so eine Expedition. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, auch hier kann man noch ein Stück mehr machen. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber ich habe so den Eindruck, das ist noch nicht ganz, ganz 100% erreicht, da geht noch was. Aber das gebe ich jetzt einfach mal so weiter an die Entwickler. Bitte guck doch mal, vielleicht kann man da noch was machen. Ich habe so im Gefühl, dass da einfach noch das eine oder andere möglich ist. Aber generell, so diese Möglichkeit, auch Entscheidungen zu treffen, die dann auch wieder zufallsgeneriert ausfallen, das finde ich echt gut. Und dass man dann auch Items, Personen oder irgendwas Besonderes mitbringen kann aus diesen Expeditionen, das macht es nochmal ein Stück weit interessanter, als sie ohnehin schon sind. The black spot be upon you.
Also das finde ich tatsächlich gut. Ja. Was habe ich denn noch auf meiner positiven Liste stehen? Alter, meine Stimme verlässt mich gerade. Ich habe echt viel aufgenommen, so in der Beta-Zeit. Mache ich ja normal nicht so viel und naja, da muss ich jetzt durch. Ich werde heißer, ne? Naja. gut, die neue Welt, auch das fand ich wieder gut. Das erinnert mich irgendwie sofort an den 1400er Anno-Teil, wo wir dann eben den Orient hatten. Das ist ja sehr ähnlich aufgebaut. In den Zukunftsteilen war es auch wieder ein bisschen anders. Die waren auch generell ein bisschen anders wie jetzt die vorherigen Anno-Teilen. Anders, aber nicht schlechter. Das will ich nochmal betonen auch. Nö, also da habe ich eigentlich auch nichts auszusetzen. Auch nochmal verschiedene Bevölkerungsgruppen hat. Klar, nicht so viele wie jetzt hier. Hier haben wir ja, glaube ich, 5 Bevölkerungsstufen und in der neuen Welt sind es 2. Vielleicht könnte man sich da sogar überlegen, noch eine dritte einzubauen. Weiß ich gar nicht, ob es das braucht oder nicht. Vielleicht gibt es das auch. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es gibt nur 2. Ja, ich denke nur laut nach. Ist jetzt keine Aufforderung, da irgendwas zu machen. Könnte ich mir aber schon vorstellen, da nochmal ein bisschen mehr Gewicht vielleicht auch drauf zu legen. Obwohl ich sagen muss, wir haben natürlich hier schon mehr als genug zu tun in der alten Welt. Also von daher muss das nicht zwangsläufig sein. Ja, das sind eigentlich so im Wesentlichen die positiven Punkte auf meiner Liste. Ein sehr, sehr gutes Anno, umfangreich und tiefgründig und auch mit den verschiedenen Arbeitskräften. Ja, taktisch auch anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob man es taktisch nennen kann, aber man muss auf jeden Fall denken, wie man auch baut. Und es sind auch irgendwie immer alle wichtig. Also es war ja in den ganz frühen alten Anno-Teilen ja so, dass man quasi jedes Gebäude auf die höchste Stufe bringen konnte. Dann sah das am Ende auch irgendwie nicht mehr schön aus. Ja, hier werden jetzt tatsächlich alle gebraucht. Und das, das finde ich gut. Aber trotzdem ist dieses Anno, ich finde, einsteigerfreundlich. Also ich habe ja die Tutorials am Anfang weggemacht und bin eigentlich soweit ganz gut zurechtgekommen. Klar, ich kenne die alten Anno-Teile, da ist auch vieles anders und gleich, nicht anders. Anders vielleicht auch, aber ähnlich. Also man kann sich da sehr schnell zurechtfinden. Wie das jetzt für jemanden ist, der noch nie ein Anno-Teil gespielt hat, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber ich denke, da lernt man ziemlich viel auch durch Erfahrungen und da braucht es, glaube ich, nicht unbedingt die ganz großen Hilfestellungen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Tutorial war, das habe ich ja weggeklickt am Anfang, was das alles erklärt, aber ich denke nicht, dass das bis ins Detail geht. Also ich denke, da wird auch viel Learning by Doing dabei sein, war ja bei mir auch so. Ich habe ja auch des öfteren Gebäude umgesetzt und dergleichen. Ja. Also ich würde es als einsteigerfreundlich bezeichnen, aus Sicht von jemandem, der eben Anno auch schon länger kennt und auch schon länger spielt. So, jetzt noch ganz kurz, es gibt nämlich gar nicht so viel zu den etwas negativeren Dingen. Mir sind ein paar kleine, wenige Bugs aufgefallen. Zum einen hatte ich irgendwann, ich glaube der zweiten Folge war das, wo ich aufgenommen habe, den Bug, dass ich die Anzeige für die Arbeiter nicht mehr hatte. Also unten in der Bauleiste war auf einmal die Anzeige von den Arbeitern weg. Und ich musste dann umstellen auf diese andere Anzeige, wo die Gebäude anders geordnet waren, dass ich die bauen konnte. Das war nach dem Neustart wieder weg. Von daher war das gar nicht so störend. Ja, ich sage das einfach nur, das ist mir da eben aufgefallen. Das würde ich als Bug bezeichnen. Ansonsten weiß ich nicht, ob das alles ein Bug war oder ob das einfach nur nicht richtig ausgereift war. Beim ersten Quest, wo wir erledigt haben, wo wir dieses Schiff da da an den Rand begleitet haben. Wie heißt das Wort? Nicht exekutiert. Evakuiert? Nee. Eskortiert. Eskortiert heißt. Genau, wo wir das Schiff da eben begleitet haben. Das habe ich ja gemacht und dann wusste ich irgendwie nicht, habe ich es jetzt geschafft oder nicht. Ich musste ja dann tatsächlich nochmal zurück zu dem Auftraggeber, zu dem seine Insel. Aber ich meine, das habe ich nirgends gelesen. Also mir hat da irgendwie so die Rückmeldung gefehlt oder irgendein Item, das das Schiff vielleicht fallen lässt oder so, das dann zurückbringen muss oder irgendwas. Also mir hat da die Anweisung gefehlt, geh bitte zurück zu deinem Auftraggeber und hol dir die Belohnung ab.
Im Nachhinein natürlich logisch, aber in dem Moment habe ich das einfach nicht gecheckt. Vielleicht war ich irgendwie blind und stand irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich habe es in dem Moment einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch ein Bug oder so, keine Ahnung, aber es war mehr oder weniger Zufall, dass ich nochmal zu dem zurückgegangen bin, weil meine Belohnung bekommen habe. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Und wenn wir schon bei dem sind, nämlich den, den Mitstreitern, den KI-Gegnern, ich weiß es nicht, ob das jetzt an meinem Spielstil lag, aber irgendwie waren die für mich bedeutungslos. Ich hatte keine Bindung zu den anderen Mitstreitern. Ich habe die irgendwie auf der Karte mal gesehen, habe den Inseln mal angeguckt, aber irgendwie waren die weder störend noch förderlich. Mal von diesen ein, zwei Aufgaben da abgesehen. Also ich weiß nicht, auch das Diplomatiefenster war irgendwie, weiß ich nicht, unnötig? Keine Ahnung, also es war irgendwie, warum waren die da? Was haben die gemacht? Die haben nicht mit mir gehandelt, die haben mir keinen Krieg erklärt, die haben gar nichts gemacht. Die haben einfach nur stur ihre Insel da gebaut und das nennt man schön. Also die haben nicht schön gebaut. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das noch ein bisschen optimieren, dass die ein bisschen hübscher bauen, die KI-Spieler, keine Ahnung. Weiß ich nicht, das würde ich jetzt als Negativpunkt aufbringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das am Spiel jetzt liegt oder an meiner Spielweise. Das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ich bin hier aus dem Weg gegangen, ich habe mich voll und ganz auf die Entwicklung meiner Siedlung konzentriert und habe gar nicht nach rechts oder links geschaut in dieser Hinsicht. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Ich meine, ich habe ja einmal probiert, auch im Diplomatiefenster irgendwie einen Handelsvertrag zu machen und da wurde ja irgendwie komplett abgelehnt. Da ging ja gar nichts. Von daher weiß ich nicht. Ich hätte genauso gut ohne spielen können und es wäre genau das gleiche rausgekommen, glaube ich. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht lag das jetzt an der Beta, vielleicht lag es an meiner Spielweise. Vielleicht muss man ja tatsächlich noch das ein oder andere optimieren. Weiß ich nicht. Ich bringe es jetzt einfach mal an. Das ist so meine Erfahrung, die ich hier eben gemacht habe in dem Spiel. Also in dem Spiel, das ich jetzt hier in der Beta gespielt habe. Ich würde mir dann auch wünschen, dass es vielleicht noch verschiedene Arten von Gegnern gibt. Also der sich immer ausbreitet, voll auf Militär geht und so. Dann einer, der nur handelt oder sowas. Dass es so verschiedene Charaktere gibt. Wahrscheinlich gibt es das. Mit Sicherheit gibt es das. Aber ich habe es jetzt nicht gespürt in dieser Beta. Das will ich einfach noch damit nochmal anführen. Was haben wir denn noch? Die Chancen für gewisse Dinge, also gerade den Handelsvertrag zum Beispiel, der war bei 0%. Weiß nicht mehr, was es lag, aber auch bei den Expeditionen. Ich hatte irgendwie eigentlich immer 0% bei meinen Entscheidungen und musste dann irgendwie fliehen oder mich ergeben oder sonst was machen, weil da stand 0% Erfolgswahrscheinlichkeit. Und da stelle ich mir die Frage, warum ist es immer 0? Was hätte ich da anders machen müssen? Was hätte ich mitnehmen müssen? Das hat sich mir nicht erschlossen. Das war irgendwie seltsam. Also ich hatte, glaube ich, einmal 1% oder so. Keine Ahnung. Und beim Kämpfen waren es immer 40%. Da hat man dann das Schiff gehabt und da haben wir noch diese besondere Waffe da drauf montiert gehabt, die es wahrscheinlich auch nochmal gesteigert hat. Aber beim Rest waren es irgendwie immer 0%. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, was ich da hätte machen sollen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also das hat mir so ein bisschen, das hat so ein bisschen den Reiz rausgenommen aus den Entscheidungen treffen, weil ich irgendwie immer die Entscheidung genommen habe, die eben auch realistisch war. Ja, vielleicht gibt's dann noch ein bisschen Schwierigkeiten in der Berechnung von den oder Anzeigefehler, was auch immer, keine Ahnung, oder es lag auch wieder an meinem Spielstil. Kann ich im Moment nicht beurteilen, weiß ich im Moment tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ja, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Nicht mehr viel. Zwei Sachen noch. Und zwar, ich habe das auch während dem Let's Play schon ein paar Mal gesagt, die Anzeige mit den Waren. Da würde ich mir tatsächlich eine Anzeige wünschen, wo mir anzeigt, wie viel Güter ich produziere und eine Anzeige, die mir anzeigt, wie viel Güter ich aktuell verbrauche, also wie viel Güter die Bevölkerung verbraucht. Ich habe irgendwie jetzt hier nur so eine Anzeige drin, so verstehe ich es, die eben einen Wert berechnet innerhalb von 20 Minuten oder sowas. Und das heißt,
Wenn ich irgendwas auf mein Schiff lade oder wenn ich Handel treibe, dann ändert sich der Wert natürlich drastisch. Und dann ist auch diese Pfeile sind dann auch falsch. Weil ich ja eigentlich faktisch mehr produziere, als die Bevölkerung verbraucht und ich eben nur durch Verkauf meinen Lagerbestand reduziert habe. Also ich konnte mit der Anzeige irgendwie nicht wirklich ablesen, brauche ich jetzt noch eine Produktionskette oder nicht? Reichen meine Waren aus oder nicht? Also das würde ich mir tatsächlich wünschen. Oder ich habe das einfach falsch interpretiert oder ich hätte es anders umstellen können, keine Ahnung. Aber ich habe es so in diesem Spiel hier nicht hinbekommen und habe das so gedeutet und habe da immer wieder Probleme gehabt mit dieser Anzeige. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen, also eine Anzeige für produzierte Waren, eine Anzeige für verbrauchte Waren. Und dann kann man daraus die Differenz angeben. Wie man dann das mit dem Handel und so reinbringt, weiß ich nicht, ob das überhaupt da rein muss in diese Anzeige. Das weiß ich nicht. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen. Das würde einiges auch erleichtern, so in der Planung. Vielleicht kann man auch dann irgendwie anzeigen, wie viele Game Güter safe tatsächlich eine Einheit produziert. Also in der Bäckerei, dass dann einfach dort steht, die Bäckerei produziert eben 5 Brote oder so. Stand ja meines Wissens auch nicht da. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht gesehen habe oder an was es lag. Kann ich im Moment tatsächlich nicht beurteilen. Ich kann nur das beschreiben, was mir aufgefallen ist. Und das ist das, was mir aufgefallen ist. Und das wäre mein Vorschlag, mein Wunsch, wie man das eben lösen könnte. Und was ich mir dann auch noch wünschen würde, wären noch ein paar mehr Zierelemente. Auch was den Zoo so angeht, ich habe es auch während dem Display schon gesagt, da würde ich mir wünschen, wenn ich so eine Umzäunung um den Zoo machen könnte zum Beispiel, dass der keinen Seiteneingang hat, dass ich das ein bisschen besser auch mit dem Rest in Verbindung bringt, so irgendwie. Auch diesen Platz, den wir da haben, vor der Kirche zum Beispiel, habe ich ja diesen Platz gebaut und der hat irgendwie nicht wirklich zur Straße gepasst. Das hat irgendwie seltsam ausgesehen. Vielleicht kann man das noch irgendwie anpassen, dass das so ein bisschen, ja, sich besser ins Stadtbild eingliedert, die Tierelemente. Ja, also irgendwie, es sind viele Wege drin und Hecken, aber mir fehlen auch so große Brunnen oder mehr Statuen, vielleicht auch ein paar Bäumchen noch oder da kann, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Aber auch hier kann ich wieder nicht sagen, was mit den folgenden Bevölkerungsstufen dazukommt. Vielleicht wird das da ja alles schon integriert. Vielleicht ist das ja alles schon fester Bestandteil der neuen Version. Also die Version, die veröffentlicht wird. Aber Stand jetzt würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Und auch mehr Tierelemente wünschen, die sich eben ja besser in das Gesamtbild integrieren. Also so ganz typisch der Platz vor der Kirche. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, der hat nicht gepasst. Also rein optisch hat er irgendwie, war der irgendwie störend und hat sich nicht in das Gesamtbild irgendwie eingefügt. So. Ich glaube, es wird klar, was ich mit sagen würde. Und sagen will. Ach man, ist schon ein bisschen, wird anstrengend langsam. Ich habe echt viel aufgenommen. Ich habe ja nicht nur Anno aufgenommen, sondern auch andere noch. Also es war eine harte Zeit tatsächlich. Aber was soll ich machen? Es war eine schöne Zeit. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit in der Anno 1800 Closed Beta. Und das war tatsächlich alles auf meiner Liste. Viel mehr ist mir nicht aufgefallen, positiv und negativ. Und ich denke, damit soll es gewesen sein. Das ist tatsächlich dann das, ja, ultimative Ende der Closed Beta. Ich werde danach tatsächlich nicht mehr aufnehmen, vielleicht schaue ich privat nochmal die letzten paar Minütchen rein, die immer noch irgendwie bleiben. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen platt. Aber ich bin glücklich. Ich bin wahnsinnig glücklich, diese Beta spielen zu dürfen. Und auch das alles so erleben zu dürfen. Und meine Erfahrungen auch teilen zu dürfen. Und auch hier ein Let's Play davon machen zu dürfen. Denn das war ja bei den vorherigen Tests nicht so. Die technischen Tests und sowas waren ja alle mit Verschwiegenheitspflichten dergleichen. War ja hier ausdrücklich ausgenommen. Und deswegen dachte ich mir, komm, wenn du schon spielst, dann nimm es auch gleich mal auf. Und
ja, da ist dieses kleine, ja, 5,5 Stunden Display entstanden. Ja, warum denn nicht? Ja. Gut, ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Das heißt, wahrscheinlich würde mir noch was einfallen, wenn ich noch ein bisschen länger überlegen würde. Aber so, jetzt, Stand jetzt, habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich würde einfach sagen, zum Abschluss, noch einmal ein Danke für den Beta-Zugang. Noch einmal ein Danke an alle Zuschauer, die eben meine Play hier verfolgt haben. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen am Ende. Viel mehr bleibt mir am Ende einfach nicht zu sagen. Ich bin einfach nur wahnsinnig glücklich. Und ich freue mich sehr auf den Release von diesem Spiel. Und deswegen... Was heißt deswegen? Nicht deswegen. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist einfach Schluss. bis zur nächsten Folge von irgendeinem anderen Spiel. Von dem hier gibt es jetzt vorerst keins mehr. Außer ihr wartet natürlich Game bis zum April und so. Dann könnt ihr hier weiter gucken. Aber mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr meine anderen Let's Plays auf dem Kanal verfolgen würdet. Wahrscheinlich blende ich jetzt hier irgendwo noch was ein. Keine Ahnung. An dieser Stelle macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.